Hallo, ich stelle Ihnen das OpenGeoEDU Fallbeispiel Umgebungslärm vor. Unter Umgebungslärm werden die durch menschliche Aktivitäten induzierten belästigende oder gesundheitsschädlichen Geräusche im Freien subsumiert. Explizit handelt es sich bei Umgebungslärm um die Schallemissionen von Verkehrsmitteln, dem Lärm ausgehend von Straßen, Schienen oder Flugverkehr sowie dem Lärm, der von Industrie- und Gewerbeanlagen ausgeht. Kein Umgebungslärm hingegen ist der sogenannte Nachbarschaftslärm, der Lärm am Arbeitsplatz oder in Verkehrsmitteln. Ausgangspunkt für ein einheitliches Vorgehen schafft die 2002 von der Europäischen Gemeinschaft verabschiedete Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm. Die Ziele der Richtlinie sind die Verhinderung, Vermeidung und Minderung von Umgebungslärm. Zur Erreichung dieser Ziele verfolgt die Richtlinie zwei Ansätze. Erstens den emissionsbezogenen Ansatz und zweitens den emissionsbezogenen Ansatz. Zum emissionsbezogenen Ansatz gehört die Erstellung von Lärmkarten zur Visualisierung der Lärmbelastung, die Information der Öffentlichkeit zu Umgebungslärm und dessen Auswirkungen und die Aufstellung von Aktionsplänen unter Beteiligung der Öffentlichkeit. Zum emissionsbezogenen Ansatz gehört die Information der EU-Kommission über die Ergebnisse der Kartierung, woraufhin diese die Grundlage für Gemeinschaftsmaßnahmen der Lärmminderung an der Quelle bedeuten. Die Umsetzung der Richtlinie in deutsches Recht erfolgte durch die Änderung des Bundesemissionsschutzgesetzes vom 24. Juni 2005 und dem Erlass der 34. Bundesemissionsschutzverordnung vom 6. März 2006. Dort sind die Begriffe und Anwendungsbereiche definiert, sowie entsprechend der Richtlinie die Erneuerung der Lärmkarten alle 5 Jahre. Die Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten bei der Lärmaktionsplanung zu größtmöglicher Transparenz. Dazu müssen die zuständigen Behörden Lärmkarten auch unter Einsatz der verfügbaren Informationstechnologien zugänglich machen. Die Öffentlichkeit soll so die Möglichkeit erhalten, an der Ausarbeitung der Lärmaktionspläne aktiv mitzuwirken. Hier sind beispielhaft für die Region Rostock links der Lärmkartenviewer von Mecklenburg-Vorpommern und rechts der Informationsservice der Europäischen Umweltagentur abgebildet. Die Lärmkarten bestehen neben dem Kartenteil noch aus einem Textteil mit Erläuterungen und Tabellen mit betroffenen Statistiken. Aus diesen Daten werden Lärmprobleme abgeleitet, die den Kommunen als Anhaltspunkt für die weitere Lärmaktionsplanung dienen. Lärmprobleme liegen auf jeden Fall vor, wenn an Wohnungen, Schulen, Krankenhäusern oder anderen schutzwürdigen Gebäuden der Tagesmittelwert von 70 dBA oder das Jahresmittel zur Nachtzeit von 60 dBA erreicht oder überschritten wird. Hier sollten umgehend Lärmminderungsmaßnahmen in Angriff genommen werden. Bei der Priorisierung der Aktion lohnt sich der Blick auf die Betroffenenstatistik. In Deutschland sind etwas über 10 Millionen Menschen von Straßenverkehrslärm, mehr als 6 Millionen von Schienenverkehrslärm und etwa eine Dreiviertelmillion von Fluglärm von Großflughäfen betroffen. Lärm ist auch ein Betätigungsfeld für Citizen Science Interessierte. Die Projekte NoiseTube und NoisePlanet verwandeln Smartphones zu mehr oder weniger geeichten Geräuschpegel-Messgeräten und erstellen damit Karten, die von den Nutzern eingespeisten Messungen visualisieren. In diesem Fallbeispiel wird den Fragen nachgegangen, welche Daten, Formate eignen sich und sind für die Berechnung von Umgebungslärm relevant, wie läuft die Berechnung ab und welche Vorteile bietet die Nutzung von OGC-Diensten in diesem Kontext. Die Erstellung der Lärmkarten würde in einer serviceorientierten, harmonisierten Welt wie folgt ablaufen. Die erforderlichen Daten aus verschiedenen Quellen werden mittels OGC-konformer Dienste zusammengeführt, bereinigt und in eine Datenbank geschrieben. Aus der Datenbank werden Berechnungen ausgeführt und in diese wieder zurückgespielt. Im Anschluss wird aus den berechneten Lärmdaten die Kartendarstellung generiert. Diese Lärmkarten können ebenfalls mittels Diensten angesteuert werden.
OpenGeoEDO ist ein vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur im Rahmen des Modernitätsfonds geförderten Verbundprojekts unter Führung der Professur für Geodäsie und Geoinformatik an der Universität Rostock.